Das wäre doch schön, wenn Sie einen Besuch in Luxemburg mit einem Konzert von Margot Werner verbinden könnten. Ich möchte jetzt gerne mit Ihnen spielen, und zwar das RTL-Spiel, aber da möchte ich Ihnen vorher noch eine Frage zu stellen. Sagen Sie, mögen Sie eigentlich Süßes, so mit Karamell und mit Schokolade? Ich hätte da was für Sie. Lassen Sie sich mal überraschen. Jam, jam, aber jetzt gibt es nichts Süßes, jetzt gibt es unter Umständen Geld. Zumindest für denjenigen, der uns eine Karte geschrieben hat und ich jetzt ein glückliches Händchen habe hier und Ihre Karte ziehe. Hier ist eine, die knickt ganz leicht. Oh, süß, ich wünsche mir das Tee. Aber das heißt noch gar nichts, wollen wir erst mal sehen, ob Sie gerade bei uns zuschauen oder du. Und ich gehe jetzt mal telefonieren. 3200 Mark stehen auf dem Spiel. Ich denke, Sie haben das gehört, da war besetzt. Ich probiere es noch ein zweites Mal, weil das ist ja schließlich viel Geld, was man hier gewinnen kann, sechs heute. So, probieren wir es noch mal ganz kurz. Vielleicht legt die Dame ja ganz, ganz schnell auf. Die Karte hat viel durchgemacht, die ist ganz verkrumpelt und verschmiert. Mal durch den Regen gekommen, so sieht sie aus. Nee, da ist immer noch besetzt. Oh, oh, oh. Da kann man nichts machen. Nochmal kann ich nicht probieren. Das ist aber schade. Vielleicht telefoniert sie beim Ferngucken. So, ich habe jetzt eine Knallerwerbung für Sie. Gleich geht es nochmal um Geld, wenn ich nämlich die Gewinner der Nordwestdeutschen Klassenlotterie Ihnen vortragen darf. Aber vorher geht es erstmal um Spinat. Das bedeutet, es geht um Popeye und heute der Titel, was immer das heißen mag, zurück in die Zukunft.